Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht gegen uns. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. Norman, Derek, beeilt euch! Trevor ist gerade vorgefahren mit dem Rest der Pontypendy-Pfadfinder. Bitte entschuldige, Mom, aber ich war so beschäftigt mit dem Putz meiner Schuhe. Von wegen, warst du nicht? Du hast doch die ganze Zeit dieses Feuerwehrhelden-Videospiel gespielt. Sch, Norman, du weißt, was ich dir zu dem Gespiele gesagt habe. Du kriegst Glubschaugen. Ach, Mom, es geht doch um Helden im Kampf gegen das Feuer. Ich weiß so viel über die ganze Arbeit der Feuerwehrleute. Ich muss überhaupt nicht in die Feuerwache zum Trainieren gehen, damit ich mein eigenes Feuerwehrabzeichen kriege. Das ist doch Blödsinn. Ein Feuerwehrmann in so einem Videospiel hat nichts zu tun mit einem Feuerwehrmann im wahren Leben. Das habe ich ihm auch schon gesagt, Tante Dillis. Nein, das hast du nicht. Du hast als einziges gesagt, gib mir endlich den Controller. Ich will auch. Schluss damit, ihr zwei. Und gib das hier, Trevor. Nur für den Fall, dass er vielleicht ein bisschen durstig ist. Machen wir, Tante Dillis. So, Feuerwehrleute. Heute werden die Pontypendy-Pfadfinder hier in der Feuerwache vorbeischauen. Ah. Daher brauche ich euch zwei, um den Kindern beim Erlangen des Feuerwehrabzeichens zu helfen. Oh, also ich würde gern, Sir. Ich finde die Pontypendy-Pfadfinder klasse. Nein, ich fürchte, das geht leider nicht, Quirlington. Mir war doch so, als wolltest du einen von deinen speziellen, ganz speziellen Apfelstrudeln backen. Oh ja, Elvis. Auf den hatte ich mich schon ganz besonders gefreut. Ich auch. Meinetwegen. Dann backe ich also Apfelstrudel heute. Oh, das klingt ganz nach unserem Pfadfinder. Dann nehmen wir sie mal in Empfang. Na, dann fange ich schon mal an, die Äpfel klein zu schneiden. Guten Morgen, Penny und Sam. Dann überlasse ich die Pfadfinder jetzt mal den Fachleuten. Ich komme nachmittags wieder, um sie abzuholen. Gut, bestimmt haben sich dann schon alle ihr Feuerwehrabzeichen verdient. Na klar kriege ich mein Abzeichen. Wahrscheinlich hält mich Feuerwehrmann Sam für so einen guten Schüler, dass er mich fragt, wann ich endlich hier in der Feuerwache anfange. Pontypendy-Pfadfinder sind wir. Ganz grün und wild, das ist mein Elixier. So ruft es dreimal laut heraus mit mir. Hurra! Ja, Pontypendy-Pfadfinder sind wir. Ja, Sir? Also mal ganz unter uns, Elvis. Dieser Norman Price ist ja heute hier und du weißt ja, wie er ist, wenn er deinen Strudel riecht. Also ich möchte da keine Überraschungen erleben. Wenn du jetzt weißt, was ich meine. Oh, natürlich, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Kein Problem. Ich finde einen guten Platz, wo ich ihn verstecken kann. Tja, und das hier benutzen wir, wenn sich sehr starker Rauch entwickelt hat. So können wir gut atmen. Ist ja toll. Ja, und dann gibt es für die verschiedenen Feuerarten auch alle möglichen Arten von Feuerlöschern. Diesen hier verwendet man bei brennbaren Flüssigkeiten. Na, das wusste ich ja schon lange. Nanu, was ist denn das da oben, Feuerwehrmann Sam? Oh, das können wir uns alle zusammen anschauen. Meinst du, sie lassen mich nachher vielleicht sogar die Rutschstange runterrutschen? Davon kannst du nur träumen. Du hast doch gar keine Ahnung von Feuerwehrkram. Aber wahrscheinlich lassen sie mich da schon runterrutschen. Kommt alle mit, Pfadfinder. Oben geht's weiter. Oh, der riecht herrlich. Also, Penny, dann zeig den Pfadfindern doch mal, wie wir die Rutschstange benutzen. Aber klar, Sam. Zuerst hackt man mit beiden Händen die Stange und zieht sich fest an die Stange heran. Das wusste ich ja schon lange. Dann die Beine ganz fest um die Stange schlingen und ganz locker runterrutschen. Oh. Weg, weg, ich als Nächster. Ich glaube, das lassen wir heute lieber, Norman. Schließlich soll sich doch hier keiner verletzen. Oh. So, dann schauen wir uns mal das Büro von Hauptfeuerwehrmann Steele an. Allerdings werden wir aus Sicherheitsgründen die Treppe nehmen. Mir nach, Pfadfinder. Wisst ihr, Feuerwehrleute brauchen eine ganze Reihe von Fähigkeiten. Man muss einen Löschzug fahren können, zum Beispiel. So ein Feuerwehrauto fahren kann doch wirklich jeder. Von wegen. Dich lassen sie doch nicht mal die Stange runterrutschen. Aber ich wette, ich könnte Jupiter fahren. Jetzt langt's mir aber, Norman. Dann beweis es. Sehr gern. Tja, also wo könnte ich meinen Strudel verstecken, wo Norman Price ihn nicht finden wird? Na, das ist es. Auf dem Dach von Jupiter. Da wird er ganz bestimmt nicht suchen. So, jetzt habe ich endlich freie Bahn. Los, Derek, schnell rein da. Bitte, siehst du? Und schon fahre ich. Hey, das ist noch kein Fahren, alter Schwindler. Klar ist es das. Oh, ein Schlüssel. Siehst du? Geht alles.
Ja, wir rollen. Und ich fahre ganz toll. Siehst du nicht? Genau wie in dem Spiel. Na, du kannst hoffentlich wirklich so ein Feuerwehrauto fahren, Norman. Wieso? Weil wir langsam anfangen, nach vorne zu rollen. Was? Ah! Aber der Schlüssel, um ein echter Meister im Kampf gegen das Feuer zu werden, ist besondere Aufmerksamkeit. Man muss seine Augen immer und überall haben und seine Sinne stets beisammen. Wirklich jederzeit. Oh, Hilfe! Wie kriegt man bloß dieses Fenster auf? Strampel nicht so rum, du trittst noch auf das Gaspedal. Und was ist das? Na, das, wo du gerade draufgetreten bist. Mein Norman hat sich ja schon so auf diesen Tag in der Feuerwache gefreut. Denn er würde gern Feuerwehrmann werden, wenn er groß ist. Ach, denken Sie doch nur. Mein Norman, ein Feuerwehrmann. Da wäre ich so unendlich stolz. Oh, sehen Sie nur. Da kommt er schon und fährt einen Feuerwehrwagen. Oh, Norman fährt einen Feuerwehrwagen. Ich rufe lieber schnell Feuerwehrmann Sam. So, und wer das alles beherrscht, der gehört dann zu den ganz großen Feuerwehrleuten. Trete zurück, Pfadfinder. Es scheint einen Notfall zu geben. Norman Price wurde gerade gesehen, wie er in Jupiter durch Ponty Pandy fährt. Wie bitte? Der war doch gerade eben noch hier. Ich bleibe hier und halte die Stellung mit dem Rest der Pfadfinder. Auf die Keimauer zu. Oh nein, wie blöd! Mein Strudel! Der Wagen wird immer schneller. Die landen gleich im Wasser. Ich versuche jetzt, sie zu bremsen. Fahr du vor, Penny, und blockier die Straße, damit kein anderer gefährdet wird. Verstanden, Sam. Achtung, Norman, nur keine Panik jetzt. Als erstes machst du den Motor aus. Wie soll ich das denn nur hinkriegen? Dreh einfach den Schlüssel zu dir hin. Nun mach schon, Sam. Und nun fest auf das Bremspedal treten. Welches von denen ist denn das? Das große Ding da, links unten. Und welches ist von mir aus links unten? Na, das, was nicht rechts unten von dir ist, Norman. Ich komme da einfach nicht ran. Ich erledige das. Du hast meinen Strudel gerettet. Was hast du mir nur für einen Schrecken eingejagt? Entschuldige bitte, Mom. Oh nein! Das tut mir echt leid, Feuerwehrmann Sam. Das war sehr dumm von mir. Ja, allerdings. Weil ich dachte, ich wäre auch ein richtiger Feuerwehrmann. Genauso habe ich es doch gelernt in dem Videospiel. Aber im wahren Leben ein so großes Feuerwehrauto wie Jupiter zu fahren, ist gefährlich und leichtsinnig. Weiß ich jetzt auch, Sam. Bitte sei nicht böse. Naja, zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Nicht wirklich niemand. Oh, nicht doch. Dabei hatte ich mich so auf diesen Strudel gefreut. Wieso krieg ich denn kein Feuerwehrabzeichen, Feuerwehrmann Sam? Und ich auch nicht. Ich fürchte, ihr zwei seid noch nicht so ganz geeignet für dieses Feuerwehrabzeichen, Norman. Es könnte aber sein, dass ihr ein anderes Abzeichen Meinst kriegt. Meinst du, welches? Das Küchenabzeichen. Denn ihr zwei werdet jetzt einen richtig schönen Apfelstrudel backen. Und ich bring euch das Bein. Denn er steht im Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Sam, hast du die goldene Rettungsschere des Feuerwehrmanns Ruhm und Ehre? Hier ist sie, Sir. Haha, ja, gewonnen. Oh, wie gern ich Feuerwehrmann-Quartett spiele. Ach, ja. Oh. Was ist los, Crittenden? Sehen Sie, Sir, da ist ein geplatztes Rohr. Grundgütiger Geysir, wir müssen dieses Leck abdichten, bevor das Ganze völlig außer Kontrolle gerät. Sofort, Sir. Erledigt. Vorerst, Crittenden. Aber du kannst da ja nicht ewig stehen. Sam, ruf lieber Mike Flatt an. Jawohl, Sir. Keine Sorge, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Ich stopfe das Leck, bis Mike Flatt hier eintritt. Sehr standhaft von dir, Crittenden. Wir zählen alle auf dich, hörst du?
Wow, das ist ja wirklich voll cool. Niemand kann so gut Snowboard fahren wie Billy Bob Blitzeis. Ich wette, ich schon. Ha, in deinen Träumen vielleicht, Derek. Überhaupt, ich könnte das sicher besser als du. Du? Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Norman Price. Ich wäre fantastisch, klar? Wir werden es nie erfahren, nicht wahr? Und zwar, weil wir gar kein Snowboard haben. Kann schon sein, Derek. Wir haben zwar kein richtiges Snowboard, aber wir haben das Bügelbrett von meiner Mutter. Was sollen wir denn damit anfangen? Das wirst du schon noch sehen, Derek. Hallo, Helen? Hallo? Hier ist Sam. Könnte ich wohl kurz mal Mike sprechen? Hier ist ein Wasserrohr geplatzt und wir bräuchten dringend seine Hilfe. Tut mir leid, Sam. Mike ist gerade unterwegs. Ich versuche ihn zu erreichen. Gut. Danke, Helen. Wiederhören. Hoffen wir, sie erreicht ihn auch schnell. Bis dahin hat Quiddlington die Situation ja bestens unter Kontrolle. Ich war gerade am Kochen, bin hin und her geflitzt. Da tritt Wasser aus dem Rohr raus, dass das nur so spritzt. Oh, oh, oh. Dann war ich, oh, oh nein, noch ein Leck. So, also das hier ist genauso gut wie ein Snowboard. Pass mal auf. Sehr geschickt, Norman. Mit dem Gesicht in den Schnee fallen kann auch nicht jeder. Ha, als ob du das besser hinkriegen würdest. Und ob, pass mal gut auf. Ha, du fährst da ja einfach nur geradeaus, Derek. Das könnte ja sogar noch meine Mom. Ich baue dir jetzt eine Hindernisstrecke auf. Dann werden wir ja sehen, wie gut du bist. Oh. Schön, du Alleskönner, du. Dann versuch jetzt mal zwischen den 5 Hindernissen durchzufahren. Das schaffe ich ganz locker. Ich sagte doch, ich bin gut. Autsch. Wow, sieh dir das an. Der wird ja immer größer und größer und größer. Ich frage mich, wo der wohl hinrollt. Los, wir laufen ihm hinterher. Komm schnell. Ja, hallo? Hi, Mike. Ich bin froh, dass ich dich gleich erreiche. Sam hat angerufen. Die haben ein undichtes Wasserrohr in der Feuerwache. Kein Problem. Ich fahr sofort mal rüber. Hä? Was ist das denn für ein merkwürdiges Geräusch? Was ist los, Mike? Ich weiß nicht so recht, aber es wird immer lauter. Kannst du mich noch hören? Mike! Ich rufe besser gleich mal Feuerwehrmann Sam an. Hilfe! 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 Ja, sehr gut. Jetzt glänzt er wieder richtig schön. Flood, er ist verschwunden. Sam, Penny, es geht um Mike Flood. Ihm ist irgendetwas zugestoßen, und zwar auf dem Rückweg von Newtown. Mike? Mike? Wo ist denn nur Sam? Das ist äußerst seltsam. Wisst ihr, wo Mike sein könnte? Er ist da lang gelaufen. Er wurde verfolgt von einem riesengroßen Schneeball. Wovon? Mike könnte irgendwo da unten liegen. Vielleicht ist er sogar verletzt. Wir müssen ihn retten. Aber dieser Abhang ist viel zu steil, um ihn mit Jupiter zu befahren, Sam. Du hast recht, Penny. Da gibt es wohl nur eine Lösung. Ich brauche eine Decke, ein Seil, etwas Heißes zu trinken und ein Snowboard hier, Norman Price. Sieh dir das nur an! Feuerwehrmann Sam ist besser als Billy Bob Blitzeis! Hilfe! Mike, bist du verletzt? Sam, alles bestens! Mir ist nur so
kalt. Ich lasse jetzt erstmal eine Thermoskanne heißen Tee und eine Decke runter, um dich zu wärmen. Wir holen dich da ganz schnell raus, keine Sorge. Penny, Entwarnung. Mike ist unverletzt, aber er ist in eine Schneegrube gestürzt. Verständige Tom Thomas, er muss uns hier helfen. Ich werde ihn sofort über Funk rufen. Jetzt hier, Mike. Der holt dich da blitzschnell raus. Alles klar? Ich werde jetzt den Gurt runterlassen, Sam. Das ist schon viel besser. Gut, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter snowboarden. Dieses Snowboard da sieht mir aber verdächtig nach dem Bügelbrett deiner Mutter aus, Norman Price. Und das wird dir ganz bestimmt nicht so gut gefallen. Oh, das war seine Idee. Gar nicht wahr, es war seine Idee. Wessen Idee ist auch wahr? Sie hat mir geholfen, Mike zu finden. Es war meine Idee. Nein, war es nicht, es war meine. Na komm schon, Mike, wir bringen dich nach Hause. Oh, gut gemacht, ihr zwei. Wo ist denn Mike? Der war halb erfroren. Wir haben ihn gleich nach Hause gebracht. Oh, und wer wird jetzt bitte schön unser undichtes Wasserrohr reparieren? Das undichte Wasserrohr? Elvis, das habe ich ja völlig vergessen. Keine Sorge, Sir, ich... Ich habe die Sache ganz und gar unter Kontrolle. Oh, Cricket. Oh je. Das geht doch nicht. Denn er ist in Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er ist im Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Ich bin gespannt, was es heute zum Frühstück gibt. Charlies Boot. Charlies Boot? Mom! Norman! Hast du etwa wieder das Badewasser laufen lassen? Nein, Mom, das war ich nicht. Ganz Ponty Pandy steht unter Wasser. Och, und ich habe die Wäsche nicht abgenommen. Oh, daran ist sicher die globale Verwarnung schuld. Verflixter Funkenflug. Das ist das schlimmste Hochwasser, das Ponty Pandy je erlebt hat, Tom. Es wird ganz schön dauern, bis das wieder weggetrocknet ist. Ja, und das kann erst losgehen, wenn die Flut zurückgeht, was erst in einigen Stunden ist. Hauptfeuerwehrmann Steele, Feuerwehrmann Sam, kannst du mich hören? Sehr laut und deutlich, Sir. Familie Jones sitzt auf dem Dach vom Cabrio-Café fest. Wir sind schon unterwegs. Over and out, Sir. Das könnte heute ein anstrengender Tag werden. Norman, hier kommt ein leckeres Brot mit Milch zum Frühstück. Panik auf leeren Magen ist absolut ungesund. Mom, glaubst du, dass Wooly und Lämpchen das auch gut überstehen werden? Ach, die kommen schon klar. Aber was ist, wenn nun nicht? Wenn sie jetzt genau Hilfe brauchen könnten. Gut, ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Vielen Dank, Mom. Na, hoffentlich geht es euch gut. Gleich gekommen sein.
Zeit. Wir mussten hier raufklettern. Das Wasser ist so schnell gestiegen. Ja, das hatten wir noch nie. Geht es euch soweit gut? Ja, aber wir können Tiger leider nirgends finden. Wir werden nach ihm Ausschau halten, Gwendolyn. So, jetzt bringen wir euch erstmal hier weg. Das ist aber noch nicht alles, Sam. Mein Fischerboot, das ist verschwunden. Wir bringen euch erst alle auf die Feuerwache. Dann können wir eine Suche starten. Alles okay, Tom? Ja, Dennis, ich bin sicher, dass die Schäfchen ein trockenes Plätzchen gefunden haben. Wir werden die Augen offen halten. Ihr solltet den Laden nur nicht verlassen, bis der Wasserstand wieder gesunken ist. Das ist hier eine sehr ernste Notfallsituation. Ja, einen Moment, Dennis. Trevor Evans? Er ist liegen geblieben mit seinem Bus? Hauptfeuerwehrmann Steele ruft Penny. Entschuldigung, Dennis. Wiederhören. Hauptfeuerwehrmann Steele ruft Penny. Ja, wird erledigt, Sir. Wir sind schon unterwegs. Es ist schon komisch, mal so unterwegs zu sein und nicht mit Jupiter oder Venus. Die würden auch nie durch dieses Hochwasser kommen, Elvis. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, damit wir unseren Bus noch kriegen. Penny! Hallo, Penny! Du musst dich auf dem Boot immer gut festhalten, Elvis. Entschuldige, hatte ich ganz vergessen. Und pass gut auf, ob du Hulli und Lämpchen hier irgendwo siehst. Mache ich. Wo wollen die denn jetzt hinfahren? Hulli ist bestimmt nicht in der Stadt zu finden. Die muss irgendwo bei den Wiesen sein. Keine Sorge, Hulli und Lämpchen, klar? Norman ist schon bald da, um euch zu retten. Na komm schon, beweg dich. Na, siehst du, geht doch. Was freue ich mich, euch beide zu sehen. Den Fahrschein, bitte. Es kommt selten vor, dass wir einen Busfahrer mitnehmen. Ich helfe Ihnen. Danke. Ich fürchte, meinen Fahrplan werde ich heute kaum noch einhalten. Sie haben nicht zufällig Hulli oder Lämmchen irgendwo gesehen, Trevor? Leider nicht, Elvis. Das Einzige, was ich heute gesehen habe, sind Unmengen von Wasser. Sie werden schon irgendwo in der Nähe sein.